herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist GC Dynamics mal außerhalb. Und zwar bei einem guten Freund von mir. Wir haben hier einen Golf 1. Da ist verbaut 2,9 Liter VR6 Turbo. Einfach Turbo, kein Biturbo. Und zwar ein Garrett-Lader GT3084. Rollengelagert. Riecht natürlich super an. Die Serienkolben wurden beibehalten. Wir wollen jetzt nicht das allerletzte an Leistung rausholen. Die Serienkolben kommen ja eh von Firma Mahle. Und die Qualität der Kolben ist schon sehr gut. Generell und bis 400, 450 PS halten die auch gut. Und das hat das Auto auch. Wurden noch zusätzlich ARP-Stehbolzen, verstärkte Kupplung, anderen Aluminium-Rennsportkühler, Zusatzölkühler, andere Lüfterschaltpunkte, großer Intercooler, spezielles Schubumluftventil, denn 38 mm Westgate. Das Fahrzeug macht natürlich richtig viel Spaß, weil das Auto ist natürlich sehr leicht. Und bei der Leistung, sag mal, hatte sonst ein Porsche Turbo und das in dem Auto, kann man sich vorstellen, wie die Fahrleistungen sind. Die Kurbelwelle wurde auch neu gelagert. Es wurden spezielle Lager, also Pleuel und Hauptlager verbaut, die deutlich höhere Drücke auch halten, um das Ganze auch standfest zu machen, was ja ein ganz entscheidender Fakt ist. Man will ja viel Spaß haben. Eine 76 mm Edelstahl-Komplettanlage, praktisch durchgehend bis hinten, was natürlich auch einen tollen Sound hat. Der Turbolader von Garrett ist mit Keramikkugellagern. Also bei dem Turbolader, je nach Softwareabstimmung natürlich, sind gut 500 PS machbar. Was man auf jeden Fall machen sollte, ARP oder Raceware Stehbolzen nach Luftfahrtnorm, die sind eben, halten deutlich höhere Drücke aus und wie gesagt, bei so viel Leistung sollte man da auch schon zurückgreifen. Zur Gemischaufbereitung wurden Einspritzdüsen vom Audi S2 genommen, ebenso ein 4 Bar Benzindruckregler, weil Kraft kommt von Kraftstoff und irgendwo muss es ja herkommen. Zusammenfassend kann man sagen, das ist super verarbeitet, das ist ein tolles Auto, auch die Teile, die verwendet wurden, alles sehr hochwertige Materialien. Generell würde ich sagen, super geiles Fahrzeug. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.